Ja, die Sonne steht am Himmel, es ist ein wunderschöner Tag auf Esamir. Willkommen zu einem weiteren Let's Play Planet Side 2. Wie schon vielleicht ihr gesehen habt, spielt mein Bruder ja VS und nimmt das für euch auf, und ich wollte für euch jetzt mal NCs aufnehmen. Ich werde das so machen, dass ich mit den Standardwaffen nur spielen werde. Ja, um euch zu zeigen, dass absolut kein Pay-to-Win bei dem Spiel dabei ist. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß und hoffe auch, dass der Sound gut ist. Ich habe soweit, glaube ich, alles richtig eingestellt. Hier kurz meine Grafikeinstellung, falls es jemand interessiert. Ja, Overall Quality ist Custom, weil ich habe die Grafik auf hoch, die Texturen auf Ultra, die Lichtverhältnisse auf hoch. Schatten mache ich immer runter, halt wegen der Aufnahme. Normalerweise habe ich die auf Ultra, aber das bringt nichts, wenn ich jetzt mit X-Story aufnehme, weil dann hätte ich dermaßen Frame-Einbrüche, weil Schatten ja richtig auf die CPU geht. Effekte auf hoch, die Umgebung auf hoch, die Flora auf hoch, die Models auf hoch und halt die Partikel auf hoch. Smoothing habe ich aus. Render Distance 6000, Fog Shadows an, Ambient Occlusion an und Bloom habe ich enabled. In diesem Sinne, geht's los. Habt Spaß. Ich mache mal kurz den Timer an. So, jetzt gibt's 15 Minuten Gameplay. Ich gehe einfach runter. Ich muss auch eigentlich hier hoch und irgendwo drauf. Herzlichen Glückwunsch. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück zur Base? Gut, dass ich NC noch nicht gespielt habe, oder? Egal, wir tun es jetzt verlegen. Was war das denn? Ich glaube, da ist jemand voll vor den Tower geflogen. Na gut, dann machen wir halt das Übliche. Gehen auf die Karte. Machen Redeploy. Ne, wir machen Instant Action mal. Komm. Und direkt ins Biolab. Wahnsinn. Da geht es ja schon richtig ab. Ihr könnt gerne kommentieren unter diesem Video. Ich versuche zu antworten. Ich sehe nichts. Hier gehen die FPS schon ziemlich dick. Das Problem ist, jeder Shooter ist eigentlich ab 40 FPS, 30 FPS super spielbar, aber bei PlanetSide habt ihr halt ja, das komische Gefühl, dass das alles nicht so smooth ist. Dass alles ein bisschen laggy ist. Was aber auch am Ping liegt. Wieder 176, 189, das ist einfach eine Katastrophe. Manchmal, gerade am Wochenende. Ich hoffe, das wird noch gefixt, so nach und nach. Sehe ich schon da, muss ich da hin. Ich versuche aus noch zu gehen. Also ich bin jetzt relativ frisch bei den NCs, ja, Battle Rank 10. Ich kenne auch nicht so, ist noch nicht so mit den Waffen aus. Ja. Vier doofe, ein Gedanke anscheinend. Auf jeden Fall wollen die hinten rum. Dann wollen wir sie doch mal da empfangen, oder? Da kommst du nämlich schon. German Scorgasm. Wahnsinn. Ich habe echt Probleme mit der Mercenary. Ich weiß nicht, warum.
Ich nehme mal die Mauler. Auch wenn ich schlecht bin. Bin ich rasch. Kann ich auch so mal machen. Oh, die Mauler, die gefällt mir doch schon. Nein, ich habe ihn noch eher gesehen. Fuck, Alter. Schade. Also, weiter geht's. Okay, ich scheine auf jeden Fall gerne hinzukommen. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ey, warum tut der mir den Spawn ändern? Falls ihr auch NCs spielt, könnt ihr vielleicht ein paar Waffen empfehlen und Aufsätze. Der war clever. Der war clever. Habe ich denn noch andere Möglichkeiten? Eigentlich nicht. Leute, wir sind bei B. Oh mein, guten Morgen.
Oh, jetzt kommen sie aber auch rein. Jetzt kommen sie rein. Ja, jede Menge Rot. Ich kurz umziehen. Durch das Implantat aktivieren. Vielleicht noch was anderes nehmen. Mauler.
Das ist eine Max. Das tat weh. Das schaffen, weil wir müssen noch 30 Sekunden. Wir nehmen mal eben jetzt schon noch einen Punkt da ein, wenn wir es schaffen. Und dann war das schon die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, falls ihr NC spielt und Waffen vorschlagen wollt, könnt ihr das gerne tun. Oder Aufsätze. Ich muss dazu sagen, ich fand am Anfang, wo Playerzeit 2 rauskommen ist, was wollte ich sagen? Genau, Light Assault fand ich am Anfang ein bisschen doof halt, weil ich das nämlich mag mit Springen und Fliegen und so weiter, aber ich muss sagen, das ist echt eine coole Klasse. Und ich habe es lieb gewonnen. Gerade in Verbindung mit Shotguns oder sowas. Bei Towerkämpfen. Absolut deadly. Fun. Einfach nur Fun. Das Game an sich sowieso extra klasse. Es ist zwar hier und da noch ein bisschen buggy. Ja, da Probleme, hier Probleme. Serverprobleme natürlich, wie man jetzt sieht, wieder sieht. Latenz 200, Connection Quality pur. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich kann es jedem empfehlen und ihr müsst absolut kein Geld ausgeben dafür, um Spaß zu haben. Schließt euch großen Outfits an, wenn ihr nicht alleine spielen wollt. Zum Beispiel Outlaws, die Gesetzlosen auf Miller. Dort bin ich auch bei den Vanus auf jeden Fall und ja, habt Spaß. In diesem Sinne, ich habe ja gesagt, den Punkt wollten wir noch nehmen. Den Punkt haben wir jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne sage ich bis zum Sommer und bis zur nächsten Folge. Ciao.